Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen zu den Gamesweltnachrichten. Ich bin natürlich wie immer der Pimin und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Machen wir es kurz, ein neues Rollenspiel The Wayward Realms wurde angekündigt, PlayStation Now, 3 neue Spiele im August, 2 neue Spiele von Take-Two werden offenbar noch diesen Monat vorgestellt und bekommt Halo etwa einen Battle Royale Modus? Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Es gibt einen neuen Lichtblick am Horizont der Rollenspiele. Der Entwickler Once Lost Games hat das neue Rollenspiel The Wayward Realms vorgestellt. Hinter Once Lost Games befindet sich dabei niemand Geringeres als ehemalige Elder Scrolls-Veteranen, die das noch recht neue Studio vor einiger Zeit gegründet haben. Die zum Spiel ins Leben gerufene Steam-Seite und der veröffentlichte Teaser verraten auch schon so ein bisschen, was euch erwartet. In einer Open World mit Fantasy-Setting erkundet ihr zahlreiche Inseln, fällt Entscheidungen, habt die Möglichkeit, euren Charakter nach eurem Geschmack zu gestalten und noch vieles mehr. Also alles in allem ein klassisches Open-World-Rollenspiel. Einen Release-Termin gibt es bis jetzt noch nicht. Ob The Wayward Realms am Ende noch vor The Elder Scrolls 6 erscheinen wird, werden wir dann noch sehen. Der Game-Streaming-Dienst PlayStation Now bietet euch auch im August neuen Spiele-Nachschub. Ab heute, dem 3. August, bekommt ihr als PS Now-Abonnent 3 Vollversionen zum Zocken serviert. Als ersten Titel bekommt ihr Nier Automata, das Action-Rollenspiel, in dem ihr euch gegen Invasoren einer anderen Welt erwehren müsst, bleibt dann bis zum 1. November. Das zweite Spiel ist Ghost Runner, im First-Person-Cyberpunk-Action-Plattformer könnt ihr euren Gegnern das Fürchten lehren. Zum Abschluss bekommt ihr noch Undertale, im Underworld-RPG müsst ihr als Mensch einer Welt von Monstern entkommen. Take-Two Interactive hat seinen aktuellen Quartalsbericht präsentiert. Die reinen Zahlen sind dabei wohl für die meisten nicht ganz so spannend, aber kurz am Rande, GTA 5 hat sich inzwischen über 150 Millionen Mal verkauft. Viel interessanter ist dadurch die Bestätigung eines früheren Gerüchtes. Das Unternehmen hat noch 2 bisher unangekündigte Titel in der Mache, die scheinbar noch diesen Monat angekündigt werden sollen. Um welche Spiele es sich genau handelt, ist dabei natürlich nicht bekannt, aber als mögliche Kandidaten werden ein XCOM 2 Nachfolger, ein Actionspiel mit Saints Row vom Mafia 3 Entwickler Hangar 13 und ein rundenbasiertes Marvel Strategiespiel gehandelt. Vielleicht sind wir ja zu Gamescom dann etwas schlauer. Die Halo Infinite Beta ist vorbei und konnte im Großen und Ganzen einen guten Eindruck hinterlassen. 343 Industries war allerdings wohl ein bisschen schlampig, denn Dataminer finden aktuell immer mehr Infos. Vor den Kampagnen-Spoilern hatten wir euch gestern schon gewarnt, heute geht es um einen möglichen Spielmodi. Inzwischen wurde nämlich ein Soundfile gefunden, der Battle Royale in der typischen Halo-Stimme ankündigt. Das könnte jetzt natürlich erstmal einiges bedeuten. Neben einem Battle Royale-Modus oder einer Möglichkeit, im Forge-Modus ein entsprechendes Szenario selbst zu erstellen, ist alles dabei. Zudem wurde eventuell schon der grobe Zeitraum für den Release verraten. Mittels einer mexikanischen Donut-Kampagne, die eigentlich nur limitierte Master Chief Donuts vertreiben möchte, wurde der November angeteased. Das könnte sich aber auch noch auf das Jubiläum beziehen. Das war's schon wieder mit den Gamesweltnachrichten für heute. Wir hören uns morgen wieder, wie immer um 19 Uhr, hier bei den Gamesweltnachrichten. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao!